In diesem Video möchte ich den Media Receiver 401 mit seinem Vorgänger MR400 vergleichen. Der Media Receiver 400 hier unten im Bild wurde Ende 2016 als Nachfolger vom MR303 vorgestellt. Jetzt, bereits ein Jahr später, ist das neue Modell MR401 oder Media Receiver 401 auf den Markt gekommen, was sich optisch quasi gar nicht unterscheidet vom Vorgängermodell, aber sehr viele technische Neuerungen hat, auf die ich jetzt eingehen möchte. Die wesentliche Weiterentwicklung des IPTV-Receivers mit integrierter Festplatte ist die Unterstützung von UHD, also Ultra High Definition, entspricht also der vierfachen HD-Auflösung, man spricht auch von 4K. Das Ganze kombiniert mit HDR, High Dynamic Range, für mehr Farbtiefe und mehr Kontrast. Um die hohen Datenmengen von UHD verarbeiten zu können, wurde ein viermal schnellerer Prozessor und der doppelte Arbeitsspeicher verbaut. Hiervon profitiert auch die Geschwindigkeit der Menüführung. Im neuen MR401 wurde zudem auch die Netflix-App integriert, das heißt, Sie können künftig auch das Angebot von Netflix mit dem Media Receiver nutzen, so zum Beispiel die zahlreichen 4K- bzw. UHD-Inhalte. So, ich möchte nur noch die Anschlüsse auf der Rückseite beider Media Receiver vergleichen. Unten haben wir das alte Modell MR400 und oben das neue Modell MR401. Was die optischen Ausgänge betrifft, Optical Out und Coaxial Out, für eine Heimkinoanlage ist bei beiden Geräten vorhanden. Beim alten Gerät haben wir hier eine Netzwerkschnittstelle zur Verbindung mit Ihrem Telekom-Router. Die gibt es hier auch. Besonderheit ist, beim neuen Gerät ist hier eine Gigabit-Netzwerkschnittstelle mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde verbaut. Beim alten Gerät waren es hier nur bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Das ist einfach, weil für UHD große Datenmengen erzeugt werden. Deswegen diese schnellere Netzwerkschnittstelle. Dann haben wir hier den HDMI-Port. Auch den gibt es bei beiden Geräten. Am alten Gerät ist es allerdings HDMI 1.4. Beim neuen Gerät ist es bereits HDMI 2.0a mit dem Kopierschutz HDCP 2.2. Also das ist letztlich erforderlich für UHD oder 4K. Dann haben wir eine USB-Schnittstelle am alten Gerät. Am neuen Gerät sind es zwei USB-Schnittstellen und auch schnellere mit 3.0. Am alten war es hier nur 2.0. Hier können Sie dann, sobald die Funktion freigeschaltet ist, eine Festplatte anschließen oder USB-Stick mit Fotos oder eigenen Videos, die Sie dann am Fernseher wiedergeben können. Nicht gedacht ist der USB-Ausgang hingegen für Aufnahmen auf Festplatte. Den Anschluss für das Netzteil haben ebenfalls beide Geräte, den Ein- und Ausschalter und hier den Festplattenslot für die Wechselfestplatte. Wechselfestplatte heißt, dass diese aus dem Gerät entfernbar ist. Im Servicefall bei Gerätedefekt können Sie diese dann also in das Austauschgerät einbauen und so Ihre Aufnahmen behalten, wenn nicht die Festplatte selbst den Defekt hat. Zudem gibt es einen Prozess beim Wechsel vom alten MR400 auf den neuen 401, dass Sie auch hier Ihre alte Festplatte umbauen können und auch so die Aufnahmen behalten. Auch dazu haben wir ein Video in unserem Kanal veröffentlicht, wie das funktioniert. Das restliche Gehäuse und die Vorderseiten beider Geräte sind komplett identisch. Die Fernbedienung beider Modelle sind ebenfalls komplett baugleich. Aus dem Standby heraus startet das Gerät sehr schnell und das bei verbesserten Energiewerten. Das heißt, im Betrieb verbraucht der MR401 nur noch 9 Watt, im Standby 7 Watt, im Energiesparmodus plus 3 Watt und im richtigen Energiesparmodus nur noch 0,5 Watt. Auch das Menü reagiert sehr schnell, kann hier in die verschiedenen Punkte reingehen. TV-Programm mit dem elektronischen Programmführer, auch der reagiert sehr schnell. Meine Inhalte sind ja meine Aufnahmen, dann haben wir hier Serien und Filme, die Videothek von Videoload, dann den ganzen Bereich Sport mit Telekom Sport und Sky Sport Kompakt, altersgerechte Unterhaltung für Kinder haben wir und verschiedene Apps, die installiert sind. Hier die Besonderheit auch zum Vorgängermodell, dass jetzt hier auch Netflix mit dabei ist, neben Maxdome. Das ist ja eine der Neuerungen auch des neuen Receivers. Im Punkt Einstellung meines Receivers kann ich hier unter Speicherplatz sehen, wie voll die Festplatte ist. Hier kann ich den Stromsparmodus meinen Bedürfnissen anpassen. Hier gibt es weitere Einstellungen zu Sendern, Sprache und Ton. Und ein wichtiger Punkt auch Bildformat. Hier habe ich jetzt UHD-Bild, also 4K-Auflösung eingestellt. Und bei verschiedenen TV-Herstellern können Sie dann in den Geräteinformationen nachschauen, ob das Ganze auch funktioniert. Ich habe hier bei meinem Philips den Punkt Geräteinformationen. Und dann haben wir hier das Eingangssignal und tatsächlich ist es ein UHD-Bild mit 2160p Auflösung und 50 Bildern pro Sekunde.
Sollten Sie sich aufgrund der Vorteile des neuen MR401 für dieses Modell entscheiden, beachten Sie, dass wenn Sie ein Zusatzgerät haben, also den MR200, dieser nicht mehr vollständig kompatibel mit dem Hauptgerät ist, insbesondere nicht mehr die Festplatte nutzen kann, also Timeshift und Aufnahmefunktion. Sollten Sie also einen Modellwechsel machen, muss auch das Zusatzgerät auf dem MR201 gewechselt werden, um wieder die vollen Funktionen nutzen zu können. Um alle Leistungsmerkmale des MediaReceiver 401 nutzen zu können, also insbesondere UAD Live TV, benötigen Sie auch einen schnellen Anschluss, in dem Fall einen Magenta zu Hause L-Tarif mit 100 Mbit pro Sekunde. Für Video on Demand in UAD-Qualität reicht bereits Magenta zu Hause S. Welche Tarife bei Ihnen verfügbar sind, können Sie gerne auf unserer Internetseite prüfen oder Sie wenden sich an unsere Hotline. Dort beraten wir Sie gern, prüfen die Verfügbarkeit an Ihrem Standort und nehmen Ihren Auftrag oder Tarifwechselauftrag gern telefonisch entgegen.